Hallo Leute und herzlich willkommen zum finalen Part der besten Filmreihen und Serien nach meiner Meinung. Aslan. Ihr seid nicht ohne Grund zurückgekehrt. Ihr kommt von weit her. Und nun findet eure Reise ein Ende. Platz 5 sind die Chroniken von Narnia. Es wurden insgesamt 3 Teile von Narnia verfilmt und ich glaube, der beste ist Teil 1 und der schlechteste Teil 3. Halt, die Idee kommt von C.S. Lewis, der damals Bücher davon geschrieben hat, aber die habe ich jetzt nicht gelesen. Nämlich ist Narnia so gesagt eine andere Welt, die auch in den Filmen auch... In den Filmen gibt es auch christliche Züge, das mir auch natürlich sehr gefällt, weil ich Christ bin. Zum Beispiel die Auferstehung von Aslan in Teil 1. Und ich glaube, in Teil 3 soll diese Höhle die Hölle sein, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Und es gibt halt auch noch viel mehr christliche Züge in diesen 3 Filmen, das natürlich auch kein Geheimnis ist, weil C.S. Lewis ja Christ ist, beziehungsweise war, er ist schon tot. C.S. Lewis wollte wahrscheinlich das Evangelium auf eine andere Weise erzählen. Hauptsächlich in Teil 1. Ja, und nicht nur die Geschichte hat in diesem Film geklappt, sondern der ganze Rest drumherum, das Bild, die Schauspieler, war alles gut gemacht worden. Platz 5 sind die Chroniken von Narnia. Jetzt ist der Zeitpunkt. Bleibt stark. Gebt niemals nach. Keine Furcht, kein Rückzug. Chroniken von Narnia. Als ich dich fand, sah ich hohe, ungezähmte Macht. Und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches. Platz 4 ist Star Wars. Und ja, Leute, Star Wars ist nicht unter den Top 3. Unwahrscheinlich werden mich jetzt ein paar Leute wegkicken, bis ans andere Seite der Welt, oder sie geben mir einfach ein Dislike drauf, das geht natürlich auch, und quitten das Video. Ja, Leute, tatsächlich hat Star Wars nicht unter den Top 3 geschafft. Von Star Wars gibt es momentan 8 Teile und ein Spin-Off. Okay, nee, es gibt eigentlich mehrere, aber die sind schon etwas älter und waren nicht so bekannt, aber es gibt ein richtiges, gutes Spin-Off, die anderen, die zählen irgendwie nicht dazu. Wie kann man Star Wars am besten schnell zusammenfassen? Ich glaube, es kennt jeder, deswegen muss ich es irgendwie zusammenfassen. Und ich glaube, bei jedem ist es unter den Top 10. Für mich war der beste Teil 3 und der schlechteste irgendwie überhaupt keiner. Es waren irgendwie alle gut, deswegen, aber Teil 3 ist der beste und es gibt keinen schlechten. Platz 4 ist Star Wars. Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird. Komm schon! Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Star Wars. Uns läuft die Zeit davon. Sie haben gesehen, was da draußen passiert. Wir sind gleich bei euch! Mit Thomas werde ich fertig. Irgendwann wird er schon auftauchen. Genau das bereitet mir Sorgen. Platz 3 ist Maze Runner. Ja, Leute, und Maze Runner ist unter den Top 3. Passend zum dritten Platz gibt es auch 3 Filme von Maze Runner und ich glaube 4 Bücher, aber das vierte Buch sollte die Vorgeschichte spielen, soweit ich verstanden habe. Könnte auch falsch sein,
aber soweit ich verstanden habe, gibt es 4 Bücher. Der stärkste Teil war für mich Teil 3 und der schwächste Teil 2. In Maze Runner geht es um ein Virus, das anscheinend die Welt vernichtet, und um ein Heilmittel gegen dieses Virus zu schaffen, opfern sie Jugendlichen. Und da ist Thomas mit seiner Gruppe und die rebellieren, so gesagt. Und das Ganze streckt sich dann auf 3 Teile hinaus. Platz 3 ist Maze Runner. Die Welt stirbt. Nur wenn wir ein Heilmittel finden, waren diese Opfer es wert. Tut's dir leid, was du uns angetan hast? Ich dachte, ich tue das Richtige. Es gibt keine Garantie, dass wir das schaffen. Wir haben das Ganze angefangen, dann sollten wir es auch beenden. Sie ist dir immer noch wichtig, stimmt's? Lüg mich nicht an! Komm schon! Wie viele von uns werden sie noch entführen? Foltern? Töten? Wann wird das aufhören? Wenn wir das Heilmittel dagegen finden. Thomas, du kannst deine Freunde retten. Oder du rettest uns alle. Los, los, los! Maze Runner. Platz 2 ist das DC Extended Universe. Von diesem DC-Universum gibt es insgesamt 5 Filme. Man of Steel, Wonder Woman, Suicide Squad, Batman vs. Superman und jetzt 2017 ganz neu erschienen Justice League. Und in Produktion sind Aquaman und Shazam. Das DCEO hat ganz schön viel Hate abbekommen von den Kritikern wegen Batman vs. Superman und Suicide Squad. Zwar war Justice League bei den Zuschauern und Kritikern mittelmäßig angekommen, aber es hat am wenigsten eingespielt von den ganzen 5 Filmen. Und das war die teuerste Produktion. Aber für mich war in Justice League zu viel Marvel drin, das liegt einfach daran, weil Joss Whedon ja das Ruder übernommen hat. Und Joss Whedon ist halt für Avengers und so verantwortlich. Ja, aber ich fand alle Filme eigentlich bis jetzt ganz gut. Zwar gab es manchmal diese Drehbuchlöcher, aber es ist DC und DC ist einfach nur geil. Tatsächlich mag ich die Helden mehr wie die von Marvel und die Schurken garantiert auch, weil die in Marvel meistens nicht genau wissen, warum die böse sind, sag ich so. Die besten Filme waren Justice League, Wonder Woman und Batman vs. Superman. Der schlechteste war Suicide Squad. Ja, Ben Affleck ist für mich tatsächlich der beste Batman. Platz 2 ist das DCEO. Superman war ein Idol für die Welt. Er hat Menschen nicht nur gerettet, durch ihn haben sie auch ihre besten Seiten entdeckt. Ich erkenne diese Welt nicht wieder. Man muss sie nicht wiedererkennen. Man muss sie nur retten. Wie viele seid ihr? Nicht genug. Denkt ihr wirklich, dass... Oh, wow, die sind einfach abgehauen. Schon irgendwie unhöflich. Ja Leute, die goldene Medaille übernimmt Stranger Things. Tatsächlich ist es gar nicht mal so lange her, als ich das geguckt habe. Ich glaube, Februar habe ich die Serie angefangen zu gucken und sie hat mich unglaublich überrascht. In dieser Serie stimmt einfach alles. Seien es die Schauspieler, die Musik, die Story, die Idee, das Konzept. Okay gut, die Story, die Idee, das Konzept ist eigentlich das gleiche. Und auch die Musik, das habe ich glaube ich auch schon erwähnt. Das passt einfach alles. Diese Serie ist eine sehr spannende Horror-Science-Fiction-Serie, das mit ein paar Witzen gewitzt wird. In dieser Serie geht es halt um mehrere Dimensionen, wo Monster sind und da gibt es noch diese komischen Projekte der Wissenschaftler, die dann so Nummern erstellen, die Kräfte können. Also diese Nummern sind Menschen. Platz 1 ist Stranger Things.
würde es sich in Hawkins ausbreiten. Wenn jemand weiß, wie man es vernichten kann, ist es Will. Oh mein Gott. Findest du das nicht komisch? Dass wir anscheinend nur zusammen sind, wenn die Welt untergeht. Es ist nicht mehr wie vorher. Es ist gewachsen. Der Tag des jüngsten Gerichts. Deshalb brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ihr solltet jetzt gehen. Es ist fast da. Ja, Leute, und das war's auch schon mit dem finalen Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.